Drei Tage Custom Bike 2015 in Bad Salzuflen gehen jetzt zu Ende und es war wieder ein echtes Ereignis. Jede Menge tolle Bikes und Umbauten wurden gezeigt und vor allem am Stand von Kraftrad TV war eine ganze Menge los. Dafür sorgten unter anderem die Horny Boys mit ihrem Rock aus dem Norden, aber natürlich auch die vielen interessanten Bikes und ihre Erbauer und Besitzer, die wir vorgestellt haben. Und hier ist nochmal ein kleiner Rückblick. Neben mir steht Wladimir, aber in Fachkreisen als Waldi bekannt. Morgen auf Wiederaufsendung hier von der Custom Bike in Wasser.